Darf ich mich kurz setzen? Ja. Was schreibst du? Ich schreibe ein Buch, aber ich komme über den ersten Satz des zweiten Kapitels nicht hinaus. Und was machst du jetzt? Sagen wir, ich setze mich intensiv mit meinem Nichtschreiben auseinander. Ich habe aufgehört, Kunst zu machen. Ach ja? Vor 8 Jahren. Ich habe mich immer nur wiederholt. Damals habe ich meinen Meister kennengelernt. Dein Meister? Yoga der Stimme. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine große, innere Ruhe ausstrahlst? Das ist eine optische Täuschung. In mir herrscht Krieg. Yoga der Stimme ist eine Art Anleitung, sich ganz auf seine Präsenz, auf sein Bewusstsein und die Frage, wer bin ich, zu konzentrieren. Ich habe mich noch nie mit etwas anderem beschäftigt. Das, wovon du sprichst, ist Biografie und der Strom der Gefühle. Das, was man gemeinhin Persönlichkeit nennt. Genau das gilt es durch Meditation zu überwinden. Man hört nur auf die Heizung, befreit sich von Emotionen und Erlebnissen und konzentriert sich auf die Frage, wer hört? Wer nimmt wahr? Ich bin sicher, du verstehst mich. Von dir geht so eine große, absorbierende Stille aus. Das ist nur meine innere Leere. Innere Leere. Genau darum geht es. Ich weiß nicht. Die Beschleunigung des Kapitals degradiert uns zur Zurückgebliebenen und wir suchen Zuflucht in der mystischen Ich-Vergessenheit, um morgen doch wieder zu funktionieren und zufriedenere Selbstausbeuter zu sein. Entschuldige, ich habe heute meinen pessimistischen Tag. Du solltest nicht mit mir reden. Ich wollte dich nicht traurig machen. Schon gut. Geh besser. Meine Traurigkeit ist vermutlich ansteckend. Also gehst du nicht mit mir zum Yoga der Stimme? Nein. Weißt du was? Ich zahle gleich.